2, 1. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Cops vs. Racer in der Experimental Edition steht an. Die Edition, bei dem wir einfach Dinge ausprobieren. Mit dabei heute haben wir Andi, Blutokaskade, Lukas370Z, nur 24 Stunden Racer, Kuru, Gelber Wurm, Jantendo, Sedo und Spadboy. Grüßt euch. Hallo. 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 Ja, heute haben wir was ganz Besonderes vor. Die Idee stammt auch aus den Kommentaren. Wir haben sie ein bisschen überarbeitet, dass sie vielleicht hier auch heute, ja, sagen wir mal, präsentabel ist. Und zwar werden wir, wenn man so möchte, eine Tuned Edition machen. Also klar, unsere Racer-Fahrzeuge sind immer irgendwo getuned. Aber die ganzen Racer heute haben besser gesagt, drei Stages vorbereitet. Sprich, sie beginnen mit Tuning Stage 1. Das ist so bei LI 750. Wenn die festgenommen werden, dann kriegen die Cops jeweils eine Festnahme oder eine Festnahme. Sobald der Racer festgenommen wurde, darf er dann auf Stage 2 tunen. Das ist dann so beim LI von 800. Wenn er da dann festgenommen wird, kriegen die Cops zwei Festnahmen. Und dann darf er auf Stage 3 wechseln. Und da sind wir dann beim LI von 835. Und sollte er dann da nochmal erwischt werden, dann kommen die Cops sogar drei Festnahmen und der Racer, ja, wird dann noch was ganz Besonderes erleben. Sollte es soweit sein, werdet ihr es sehen. Ja, es ist ganz viel und ganz kompliziert, wobei so kompliziert ist es nicht. Es passiert nur ganz viel. Und was jetzt passiert ist, wir gucken uns einfach mal die Fahrzeuge, ja, der ersten Stage an. Also das auch nochmal als Hinweis, die Fahrzeuge bleiben bestehen. Sie werden nur dann tuningtechnisch ein bisschen stärker werden. Und wie gesagt, wir beginnen jetzt einfach mal mit den einzelnen Fahrer und Fahrzeuge auf Stage 1. Genau, und zuallererst stehe ich da, der 024-Stunden-Racer im Pontiac Firebird GTA Trans Am. Der Spadboy ist im BMW Z4. Nächster im Bunde ist Sedo, ich fahre die SLK 55 von Mercedes. Kuro sitzt im Volkswagen Scirocco S. Und zum Schluss noch Lukas370Z im Mazda RX-7. Da muss man schon sagen, wenn das Stage 1 schon ist, dann will ich gar nicht wissen, wie verrückt Stage 3 aussieht, so rein optisch. Ja? Haargenau so. Ja, viel mehr geht auch nicht, würde ich sagen. Aber die Leistung, die wird eine andere sein, hoffe ich doch für dich. So, okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, gar nicht so viel schnacken, sondern, eins noch, wurde ich darauf hingewiesen, ganz wichtig, und zwar kommt auch immer wieder die Frage, wie kann man denn hier dabei sein? Einfach mal in die Videobeschreibung gucken, da gibt es ein Video, wo das erklärt wird. Und dazu müsst ihr eine Einstellfahrt absolviert haben. Und zufälligerweise ist genau morgen, zum Zeitpunkt Erscheinung dieser Aufnahme, wie auch immer, so eine Einstellfahrt. Also wer da mal spontan mitmachen möchte, das ist eure Chance. Und generell auch an die schon mal sowas gemacht haben. Ihr könnt gerne wieder mal mitmachen, weil zurzeit, ich kann es auch verstehen, sind leider gar nicht so viele Leute da. Wäre schön, wenn wir wieder ein paar mehr Leute wären, weil wir hätten ein paar coole neue Formatideen. Aber wenn die Leute fehlen, ist es schwierig, das alles irgendwie umzusetzen. Ja, deswegen da jetzt einmal mal der Aufruf an der Stelle. Kommt gerne mal wieder vorbei. Dienstagabend in der Regel findet das Ganze statt, manchmal auch mittwochs. Aber das seht ihr dann alles Weitere dann immer entsprechend bei uns auf dem Teamspeak. Gut, jetzt aber genug geschnackt. Wir gehen rein in die erste Runde. Und damit geht's auch in die Runde rein. Manche fahren wilder los, manche weniger wild. Also ich werde es am weniger wilden finden, wenn ich ganz sie auch benehme. Immer die Leute, die aufnehmen, die hier für Ordnung sorgen müssen. Genau, heißt jetzt auch erstmal den schwachen Autos, den Cops abhauen. Das ist natürlich erstmal die Aufgabe. Vielleicht hat man Glück und wird spät gefunden. Wir haben 750 als LI für Stage 1. Das bedeutet, die Cops, die halt ganz gewohnt auf A800 oder 810 Kamera sogar unterwegs sind, die werden hier natürlich gut anpesen und werden einen einfachen Anfang haben. Aber umso mehr die Leute sie festnehmen, umso schwerer wird es natürlich für sie. Ist eine spannende Strategie. Was denkt ihr? Werden die schauen, dass sie die hohen Autos direkt bekommen für die Punkte oder dass sie erstmal schon alle leichten und dann schwerer? Sie nehmen das, was von dem Flinter kommt. Das ist auch eine Taktik. Ich könnte mir als Taktik vorstellen, einen erst dreimal rauszunehmen. Ja. Ja, mach mal, du musst diese eine Person halt auch dreimal finden und am Schluss werden sie es halt auch nicht zu einfach haben. Super. Ich denke mal, wenn jetzt einer schon also im dritten Auto ist, sie das wissen, weil du musst das ja auch im Kopf haben, wenn du schon ein paar Festnahmen hast, welchen hast du jetzt wie oft festgenommen. Ich glaube, dann würden sie vielleicht schon auf den starken Fokus. Wir wissen es nicht. Wir werden es herausfinden jetzt die Runde. Kommt drauf an, wer der Dritte ist.
Ich weiß nur, dass meine Stage 1 sich noch am besten fährt. Meine Stage 1 hat genau keine Power und nur Handling. Ich probiere einfach auf selber zu töten. Ich habe jetzt meine Taktik, und zwar Wasser. Mir, ich fahre halt von Anfang an mit ziemlich Slicks. Heißt, am Anfang habe ich noch nicht so viel Power, in Stage 2 wird er nochmal einen guten Powerboost bekommen. In Stage 3 ist dann was Besonderes, weil da ist nochmal ein kleiner Powerboost, aber der Großteil der Elite geht für was anderes drauf. Da hast du dann endlich richtige Reifen, ja. Ja, nee, weil ich gerade gesagt habe, ich fahre schon jetzt mit Simis umher. Achso, ja, da sieht man gleich, wer zugehört hat. Und bitte dran, wenn ihr eine Verfolgung habt, dann auch ansagen. So, warte, René, ich mach's jetzt super für Algorithmus. Wenn ihr es selbst nicht gehört habt, dann spult doch gerne nochmal zurück und schaut es euch nochmal an. Mehr Watchtime für uns, mehr Views, mehr gut. Ist das ekelhaft, ich gehe hier gleich raus. Warte, soll ich auch nochmal? Wenn ihr nicht mitbekommt, was das Lorenz gerade gesagt hat, dann spult ein Stück zurück. Da weiß ich. Anscheinend hat meine Taktik funktioniert. Ich bin gerade auf eine Kreuzung gefahren, sind zwei Kopfs entgegen und kommen die da vorbei. Oh Gott, ich hab einen Kopf im Park. Wohin? Richtung Brunnen. Okay, ja. Halt dich für gut, ja. Da fahr ich gerade hin. Oh. Muss das sein? Ja. Ich fahr grad südlich zu dir entgegen. Oh, hast du doch vor hinzufahren, dann dreh ich vielleicht um. Dann kommen die mir auch entgegen. Geh einfach Gas und schau, dass ich raus bin. EU, kommen dir welche entgegen? Nein, Nein! Oh mein Gott, ich fahr am Kopf hinterher weg hier. Oh, Sieht man? Da hinten ist ein Pop. Wechsel denn, Alter. Oh, nein! Wieso hat mich das abgebremst? Ich habe einen Impala an mir dran, Richtung Hauptstraße. Das ja, Hauptstraße runter fahr ich gerade. Ich fahre Hauptstraße Richtung Osten. Ja, ich fahre gerade in Engels. Ah, hallo Kubo. Okay, fahr ich gerade durch die Insel. Ja, das ist schon beim 800 dran, ne? Ich bin jetzt gerade Bahnhof mit dem Kopf. Richtung Hauptstraße. Er hat eine gute Kurvenlage. Also bei mir sind sie zu dritt dran. Ja, ein Kopf. Richtung Teufelseck. Uiuiui, ui, ui, ich hatte schon mit. Bin ich unterwegs. Die Sache ist, jetzt habe ich halt. Nein, wie? Du hängst fest. Ja! Nein. Ich bin halt normal festzunehmen, ne? Ja, okay. Ja, das Spiel. Es war unlucky. Alter, wir werden ja heute richtig. Es war richtig unlucky an meiner Stelle. Ja, mich hat auch einer alleine gepinnt und zack raus. Bei mir einer haut hinten rein, ich treffe einen Driver Tar. Ich denke mir, oh geil, er haut gegen die Wand, ich komme weiter, hängt mein Auto sich auf einen Bordstein auf. Das könnte eine mittlere Runde werden. Darfst du auch nicht vergessen, es waren jetzt gerade, war jetzt gerade 750er LI. Ich denke mal, wenn die Autos in der Verfolgung sind, die halten nicht lange durch. Ich sag's dir. Der hat sich so gut gefahren, Kurvenspeed habe ich mit den Cops mitgehen können. Okay. Mann, das nervt mich, weil die hätte ich deutlich länger ziehen können. Ich hatte ja auch noch nicht die, Dingens, die Fetten dran, sondern die, Alten. So, Namen. Nein, hinter Theater. Schwierig. Noch raus. Fast tot. Da hätte ich eine Frage auch an dich, Hanne, weil ich hatte ja vor der Runde so ein bisschen Probleme mit meiner Livery. Was für eine Livery hatte ich bei dir? Flammen. Ah, das ist die falsche. Ja, weil, ja, weil, Alter. Okay, ja, es geht schnell. Weil die Livery, die ich... Ich war immer noch als NPC. Ja, ich auch. Die Flammen-Livery hatte ich als erstes. Ich habe dann als zweites eine andere draufgezogen. Wer die sehen will, muss wohl bei mir reinschalten. Wer die Flammen-Livery sehen will und bei mir reingeschaltet hat, muss man zu René rüberschalten. Weil, einfach nee, sag ich wirklich, weil ich habe so geile Livery gefunden. Und dann habe ich die draufgeladen, dann im Porsche-Bild war immer noch die Flammen-Livery und hier hinten ist ein Kopf am Stadion, der irgendwie nicht wegfahren wollte. Kein Plan warum. Ich habe auch einmal, ich sag, ich hab nicht.
Wo denn? Bessere Frage. Hast du ein Auto oder drei Autos? Ein Auto. Dreimal aufgebaut. In Winkelgasse ist reingefahren, kommen Autos raus. Achtung. Was, wo kommst du raus? Hauptstraße, ich weiß nicht, die Posten. Och nee. Aber ich sag mal so, pauschal hat die Folge alles dafür, dass es eine Rekordfolge wird, ne? Innerhalb von knapp 6 Minuten, 3 Festnahmen. Allein das Festnahmen mehrfach zählen wird schon in die Richtung sprechen. Ja. Ja, ich hab den Kopf verloren in der Nähe vom Winkelgasse. Da bin ich nicht gerade in der Nähe, ich bin gerade parallel nördlichste Richtung West. Weil ich sagte mir endlich, wer leidig ist jetzt. Er hätte das erwartet, wenn wirklich. Ich habe dafür, dass ich 50 die weniger hatte, doch die Verfolgung einigermaßen gut ziehen können. Vielleicht hatte ich auch Glück, weil die dann immer jemand anders gefunden haben. Ja, ich habe einen Kopf gefunden, aus dem Wirbel raus. Also ich sag mal so, ich habe keine Cops von deiner Verfolgung weggenommen. Jetzt war ich der dreimal... Wieso hab ich schon wieder Cops dran? Muss doch nicht sein. Wahrscheinlich nicht, weil sich Stage 2 schon nicht mehr ganz so cool fährt wie Stage 1. Ich hab direkt zwei Kopfs wieder dran. Meine Güte, Hauptstraße Richtung Westen, geht gleich auf Sperrstraße Richtung Süden. Dann weitere Richtung. Oh, da kommt mir ein voller Dingens, nicht ein voller anderes Auto raus entgegen. Wirrwarr, dann nochmal Richtung Hauptstraße hoch. Komm nicht um die Kurve rum, ohne die Mauer innen zu streifen. Direkt wieder Hauptstraße Richtung Westen. Und gleich nochmal jetzt dahin, wo ich eigentlich hinfahren wollte, wo ich mich nicht etwa, weil mir im Kopf so eklig entgegengekommen ist, Richtung Park. Ach komm. Das Dive-Bomb sollte die letzte Möglichkeit sein, nicht einfach so rein. Es hat eine Kopftaktik. Ja, festgesetzt. So kann man halt nicht fahren. Ganz schön abbiegen, bam, Dive-Bomb rein. Das ist, ah Mann, aber ich bin schon bei Stage 3. Einfach nicht abbiegen. Ja, ja, und ja, irgendwann geht's nicht mehr weiter und dann hauen sie dir trotzdem rein. Das ist, ah Mann, gefällt mir einfach nicht so sehr. Ja, und für die Zuschauer, die sich jetzt fragen, wer ist denn jetzt auf welcher Stage, ihr könnt das an dem Festnamen sehen. Lorenz hat jetzt zwei Chat-Signale gemacht, bedeutet, er wurde auf Stage 2 festgenommen. Und wenn Lorenz 3 macht, dann auf 3. Und jetzt bin ich dann schon bei einem... eine ganz special Überraschung, ja, ja. Wenn einer dreimal festgenommen wurde. Jetzt liegt der Tief. Dann kommt Stage 4. Liegt der Tief und hat plötzlich weiße Reifen, die er eigentlich gar nicht haben sollte. Sowohl mit Delivery. Ich bin im Unterrad mit einem Kopf. Die Reifen sind minimal. Warte, wo, in welche Richtung? Okay, never mind. Ich hab den Kopf ja verdroppt. Ja. Okay, weil ich fahr grad Untergrund Richtung Teufels. Die Reifen sind minimal breiter geworden und das Auto halt eben auch... Ja, ich bin verwitzig, aber der Kopf ist nicht mehr hinter mir. Für alle, die es nicht wussten, mit dem Update ist ein Whitebody für den Frontal reingekommen und das war ich so als Überraschung. Ich hab mal gewendet, ich hab nämlich oben über ein Teufelseck was gehört, was V8-ig ist. Oh, würde ich aufpassen. Ich hab noch keinen Kopf, wie ich ihn da verfolgen hab. Ich weiß nicht, ich hab von 200 irgendwas Reifen hinten komme ich auf 365 und der fährt sich halt deutlich unangenehmer, deutlich slidiger. Ja, ich hab das gehört. Ich höre die Kopf V8. Ja, ich bin am Boden. Ja, ich höre. Oh Gott. Ich bin genau unter dir. Nein. Ich bin jetzt aber wieder so, dass ich bei den Verursachen. Ich hab Pluto. Der Pluto hat mich. Der Pluto hat eher dich. Und der ist wieder runter. Solange ich noch unterwegs bin, unterwegs seid, hast du Pluto. Sobald er steht, hat Pluto dich. Dann habe ich aktuell nur noch Pluto. Dann wird Band gezogen. Ui! Das hast du mich erschreckt. Und wer? Wer kennt sie nicht, die Sneaky Flammen Delivery, die eigentlich eine Anime.jpg-Datei ist? Nein, ich habe keine Anime-Päckchen drauf, ich habe tatsächlich Anime.jpg draufstehen. Aha. Okay, jetzt Lüge.
Also die einzige auf dem ersten Auto noch. Und ich habe Pluto auch nicht mehr. Ah, ich sollte vielleicht noch nicht. Ich habe es tatsächlich geschafft, Pluto abzulenken. Kalender, Rotstift, das muss ich mir markieren. Ist so schlimm. Wie rutscht der sich? Ich hoffe nur, dass ich nicht wieder ein. Ich fahre nördlichste Straße Richtung nördlichster Punkt. Schau doch nach Simis auf, was ich hab da drauf habe. Hab den SLK? Ach, Digga, ich war da schon. Warum da? Nee, warum erschreck ich mich? Hab ich auch gerade schon. Weil, ich glaub, Lorenz. Das muss doch nicht sein. Natürlich war es hier schon. Also ich fahre die ganze Zeit mit 60 km/h durch, trotz habe ich Reifen auf 25%, das ist ein bisschen, tut weh. War jetzt Richtung Park. Nein! Ja. Von wo aus? Von nördlichster Punkt. Jetzt gleich am Kopfspawn-Punkt. Ah, da ist die Karawane. Und ich weiß gleich das U hoch. Ich wollte gerade sagen, es geht Richtung U. Wie viel Zeit ist dann rum? Nee, das darf ich nicht. Es sind jetzt 12 Minuten. Ach, fahr ich Bahnhofstraße hoch? Das Auto ist so rutschig, wenn die mich finden, haben sie, habt ihr einen Racer-Kollegen weniger? Oder sowas? Nicht spoilern. Bist doch erst bin ich raus nach der dritten Stage. Also, du bist jetzt schon auf der dritten Stage? Ich bin auf der dritten Stage. Ich habe halt Semis drauf. Und mit dem Whitebody gehen 360er oder so. Und trotzdem, die 600 PS, die ich drin habe, kicken so rein. Das ist nur slidey. Das ist nicht angenehm zu fahren. Ich habe fast gestanden. Die ganze Kolonne ist an mir vorbeigeballert. Mal gucken, ob noch eine hinter der Kolonne kommt. Aber es sieht nicht so aus. Oh nein. Jetzt im Wirber. Nee. Ich merke gerade, ich habe am Stage 1 auf Stage 2 fast meine Power fährt doppelt. Okay, ich wurde im Wirber festgenommen. Nein, ich bin beim Boden, hör doch auf! Dann jetzt noch weiter auf Stage 3, nur dass ich halt schon über 10 Reifen abgefahren habe. 25, es geht noch. Ja, ich habe jetzt noch 10 Minuten, muss ich schon 10 Minuten. 11 Minuten mit der überleben, 12 Minuten. Hey Leute, ich performe gerade nicht so. Ja, sag's ja. Und da haben sie auf jeden Fall auch welche, das höre ich beim Brunnen respawn. Ich bin nämlich jetzt Bahnhof. Ach, da wird schon nichts passieren. Hallo. Das heißt, wir sind effektiv bei 8. Joa. Also egal, wir werden das voll und weiß, man fällt so beim Lorenz. Was? Du darfst aber nicht vergessen, dass die Autos am Anfang sehr schwach waren. Ich drift nicht absichtlich, Guru. Ich war mittlere Geschwindigkeit ins Auto. Kommt beim U, fahr jetzt Richtung U. Beim U? Hast du noch die Verfolgung? Ja, fahr jetzt U hoch. Geht's dann auch hin? Runter Richtung Park. Na, oh, da kam eine. Okay. Du bist noch auf der ersten Stage oder? Nee, zweite auch, ne? Oh Gott, ich hab schon zwei Kaufsätze. Aber Kuru ist erste Stage, ne? Nee, ich bin mittlerweile schon zweite. Oh, schon. Hat er doch gesagt, du hast doch gesagt, dass du die Power verdoppelt hast. Und wer das nicht mit? Ach, ich hätte Schnauze. Ja, besser ist lieber. Ich fahre jetzt gerade die Haarnadel hoch, aber ich sehe jetzt gerade erstmal einen mehr hinter mir. Na, Kuro, viel Spaß, ne? Ja, toll, ey. Ja, ne, das ist nicht ein Punkt, aber wäre das dann so irgendwie. Ich weiß, die Straße ist zum Besten. Da fahre ich so, das gebrannt hat, dann ist er nicht überhaupt drauf. Nee. Ist denn jetzt irgendwer noch auf der ersten Stufe? Ich, aber nur weil mich noch niemand gesehen hat, nicht weil ich gut bin. Natürlich wirst du gut.
Wer ist unsere Hoffnung? Ja. Also ich bin jetzt auf Stufe 2 mit 26% Motorschaden, weil ich einen Frontal-Hit von dem Kopf bekommen habe. Aber ich habe sie abgehängt. Ja. Aber auf Stufe 3 sind nur wir beide, ne, Lorenz? Ja. Du und ich, ne? Naja, nur eine schöne Sache. Hat jemand eine Verfolgung haben? Alles, ja. Untergrund. Ah. Ist da recht unterirdisch. Ja, passt zum Fahrer. Ich habe jedenfalls was durch den Untergrund fahren gehört. Nein! Ich würde sagen, jetzt kann er nicht mehr. Stage 3. Oh, auch die dritte Stage erreicht. Mal abbiegen. Ja, mein Vorderspeed, keine Vorderspeed. Nein, ich fahre jetzt nicht, dass du gerade festgenommen wurdest. Weil ich war gerade schon in Richtung Stadion, das gefällt mir gar nicht. Oh nein, da kommt ein Kopf an! Wieso kommt er von da hinten an und wieso trifft dich schon so sehr? So, und damit steht's jetzt nach 17 Minuten. Nein, nicht nochmal von der Zeit kommen. Ja, aber du machst die Doppelpunkte nicht. Ich bin im Wirrwarr. Um es vergleichbar zu machen. Ja gut, um selbst uns nicht vergleichbar zu machen, sind wir bei 7. Aber... Jetzt noch 7 Minuten... 8 Minuten. Okay, die 3 ist halt auch dazu recht. Ich kann 0 schieben! 0, gar nichts! Hilfe! Aber ich kann Power nicht mehr! Ey, also Stage 3 gefällt mir nicht, weil da habe ich Power-Effekt. Ich das ist hast du dir so ausgepickt. Ja, ich weiß. Die 7-Slicks sind die schlimmsten Reifen auf dem Auto, die es nur so gibt. Ja, komm, rum! Ja, Full-Slicks helfen mir nichts. Richtung nördlichster Punkt, so langsam. Nee, südlichster. Ich fahr mir halt hinten rein, lass mich nicht hier umdrehen, weil das einzige Weg ist, der weiterführt. Du bist Richtung nördlichster ich Punkt? Ich bin Richtung südlichster Punkt, da. Ja, okay. Bärstraße ganz im Süden. Ich werde nicht lange überleben, ich sag's euch. Die Reifen sind durch und dabei habe ich halt erst 60%. Also die waren schon mit 0% durch. Ja, wer dann wissen will, was danach passiert, wenn ich nur auf seine Sicht klicke. Da ist das ekelhaft. Bam. Da haben sich gerade zwei Cops auseinandergenommen. Den krieg ich doch sicher über. Ich seh schon den Spruch am Ende. Däumchen werden Träumchen. Ich habe natürlich nichts gegen. Ich hab ja nicht gesagt, dass Daumen hoch oder Daumen runter, ne? Ja, damit könnt ihr zeigen, ob es euch gefallen hat oder nicht. Oh, warum? Ich hab schöne Kante mitgenommen und direkt 50% bekommen. Beleidigung. Doppel. Warte mal, Lorenz, du bist auf Stufe 3, ne? Ja. Kuh, warum fährst du vorne hin? Also wir zwei Kopf an mir dran. Wenn ich drauf die gehe dann mit Stil in der Winkelgasse. Weil ich damit nicht rechne. Und bin ich hinterherkommen, weil ich dachte, so ist mal hinterhergekommen. Hab einen Kopf im Osten. Ich hab einen Kopf im Osten. Ich fahr ins Teufelsdeck runter. Oh. Ja, fahr einfach weiter. Nee, ich wende, fahr wieder hoch. Wir sind hier zu dritt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, tschüss. Geht mal links. 95%. Ja. Und tschüss, Leute. Ich hab meine letzte Karte gegeben. Viel Spaß. Ziehen. Hallo. Was? SLK? Hallo. SLK östlichste Richtung Stadion runter. Kriegt die Kurve nicht. Ja, okay, dann. Weiter. Oh, ja. Ich bleib beim Zaun hängen, nein! Es ist beim Stadion-Eck, südlichste gleich, ja. Ah, da! War ja eben da. Oh, ich hab mich selber ausgetrickst. Wo ist er? Immer noch Stadion. Hätte den Scirocco. Ja, bleib dran, wenn's geht. Dranbleiben, wenn's geht. Der SLK ist ja noch Stufe 1, also den sollte ich jetzt ja eigentlich... Na, okay. Okay. Er fährt parallel südlichste. Kehrt um. Ach Gott. Fährt... Ja. Ja, jetzt, wie es jetzt... geht. Nein! Schade. Das wär's jetzt gewesen. Fährt Richtung Eskalation. Was ist das für ein Kopf gewesen gerade?
ganz komischer Kopf. Ist Eskalation? Nein. Ja, okay. Immer noch Eskalation, die Ecke. Ah! Oh Mann. Nein! Einer ist dran! Musste wählen den. Hab den Scirocco verloren. Wir können gar nichts. Warum der Stufe 1? Ich hab auch jetzt nur. Ja! Jetzt weißt du, warum er so lange überlebt hat. Wieder zum Stadion. Hab ich nach links schieben? Wo bin ich eingeteilt? Hauptstraße mit dem Ding, also keine Ahnung, Hauptstraße, nördliche Straße, ich darf nicht teleportieren. Da wo du schnell woanders hinkommst, aber gleichzeitig halt auch den Vorteil von dem Auto ausnutzen kannst. Okay, das heißt, wir haben jetzt Stage 3, den Z4. Und Scirocco haben wir auch, oder? Scirocco, genau. Der Rest ist noch Stage 2. Also Mazda und SLK, um das mal zusammenzufassen. Und wir haben noch vier. Ja, wie gesagt, den Mazda, den habe ich halt ignoriert. Ah, ich habe eine Z4. Genau selbe Stelle, wo wir gerade Ding festgesetzt haben. Fährt Richtung Teufelseck. Gut, schnell wenden. Fährt wahrscheinlich Richtung parallel südlichste. Ja, nee. Wieder Eskalation zurück. Eskalation zurück zu Baumkante, Allee, was auch immer. Ja, am Ex ziehen wir uns hier dran bleiben. Ja, fährt weiter Richtung Theaterecke und fährt nördlichste hoch. Von der Hauptstraße aus ist auf jeden Fall auf der nördlichsten und da Richtung nördlichster Punkt, also Richtung Westen unterwegs. Dann machst du mal eine mitgeben. Kannst du dran bleiben, hoffentlich. Ja, klar. Das sollte ich mitnehmen. Ich muss gucken, er ist jetzt gleich nördlichster Punkt. Näher bremst hart, doch. Fährt nördlichster Punkt jetzt. Nördlichster Punkt. Und Tunnel. Nördlichster Tunnel runter Richtung. Der fährt so ganz komische Linie, ich bin verwirrt. Fährt runter Richtung Brunnenplatz. Grundplatz. Beide Richtungen. Ich meine, es ist erstmal noch kein Angriff, solange ich. Es sind genug da, also du kannst ihn gerade weiterschieben. Ja, okay, fährt aber mit U, dann lass ihn einfach mit U durchfahren. Ja. Ja, und da können wir kurz mal einstreuen. Ja, Special Move ist, wenn wir in Stufe 3 Fahrzeug bekommen, bringt man Black Series Cop. Geht bei uns ins Team dazu. So. Also nicht nur ein Cop mehr, sondern auch noch ein Black Series. Okay, also er fährt auf Speer raus. Ist so Speer. Ist er ein Tod oder keine Ahnung, was er für komische Moves macht. Er fährt auf südlichster. Südlichster jetzt rein Richtung Osten. Okay. Ah, falscher Gang. Ist jetzt gleich bei der Statue. Am südlichsten Eck da. Kam haben wir rein. Ja. Schade. 30 Sekunden bis Overtime. Jetzt er gleich raus. Ich versuche ihn in die Mauer zu schieben. Der war meint, der BMW steht im Weg. Gleich Stadionhöhe. Ah, jetzt bremst an, will östliche fahren. Noch nicht. Fährt weiter Richtung Stadion. Alter, nicht rein, wenn es geht. Ja, kommt da bei der Teufelseck die Ecke raus da. Overtime. Fährt Eskalation Richtung Hoher Körb Baumallee. Zwanzig, zweiundzwanzig.
22, 23, 24, 25. Abgesegnet. Haben wir noch eine Verfolgung? Den VW habe ich zu spät gesehen. Kann ich nicht erzählen. Egal. Trotzdem ich um 3 noch mal. Mit dem Matze? Hä? Matze ist da Fragezeichen drin. Wenn jetzt ja, der Matze stand ja da. Der war ja schon, oder? War schon oberteilt. Ich glaube, keine sonstige Verfolgung gehabt. Ja, 17, neuer Rekord, aber fast so wirklich. Ja, nice, hat auch immer Spaß gemacht. Auch wenn Carsten halt natürlich am Anfang die Festnahmen halt Rookie zugegeben, ne? Das ist ja krass. Das war schon richtig schnell. Gut, aber verlieren wir keine Zeit. Wir switchen nochmal rüber. Auch wir haben nochmal jeweils 3 Tuning-Stages vorbereitet. Gucken uns ganz kurz mal auch die Racer-Fahrzeuge in der ersten Stufe an. Und dann gibt es noch eine zweite Runde. Und dann schauen wir mal, wie das aus der Sicht des Racers aussieht. So, da haben wir doch auch eine schöne, interessante Auswahl. Und ich würde sagen, auch da gehen wir ganz kurz auf die einzelnen Fahrzeuge ein. Beziehungsweise welcher Fahrer sitzt denn auf welchem Fahrzeug? Ja, der gelbe Wurm im Honda Civic Type R von 2018. Nintendo sitzt im Z4. Der Ray sitzt im Supra. Ani Toretto im Charger. Und Pluto Cascade im Mazda AX7. Alrighty, dann würde ich sagen, keine Zeit verlieren und gleich los in die zweite Runde. Und damit geht auch Runde 2 los. Die Racer haben 1 Minute Zeit, um wegzufahren. Ich selbst habe mich einfach kurzerhand zum Präsidenten ernannt. Lukas hat aber schon Putschversuche gestartet im Zwischencut. Von dem her bist du jetzt mein Vizepräsident, da habe ich dich besser im Auge. Die beiden Autos links neben mir fahren in den Osten. Die beiden Autos rechts von mir fahren eher in den Westen. Trennpunkt ist grob so die Speerstraße. Also die im Westen nehmen die Speerstraße mit, die im Osten halten sich von der noch so ein bisschen fern, dass es ungefähr gleichmäßig ist. Ich selbst werde Untergrund und die Straßen außerhalb fahren. Wir machen Bambini-Taktik mit einer Zweitverfolgung. Sollte es zu einer Zweitverfolgung kommen, dann ist immer einer der Präsidenten in der offiziellen Verfolgung und der hat das Wort. Und dann gibt es hoffentlich auch diesmal kein Chaos. Und wer auch immer den Timer hat, darf ansagen, sobald es losgeht. No. Sprich. 12. Sprich, nur ihr fangt eine Zweitverfolgung an. Nee, das ist egal. Nee, Zweitverfolgung wird nicht gecallt, aber es ist immer mindestens ein Präsident. 2, 1, Vorjagd, Bettboy ab nach Osten. Und eben ja, wenn Lukas und ich an der Verfolgung sind, gebe ich das Wort an meinen Co-Präsidenten ab. Das bin ich. Ich sehe es doch mal klar. Ich würde erstmal Vollgas Richtung Stadion durchziehen. Also Lukas, wenn wir beide in der offiziellen Verfolgung sind, hast du das Wort. Okay. Ja, aber das heißt, wie willst du das machen, wenn wir eine Zweitverfolgung finden? Ich sag, wir das so lange für den nein. Zweiten Präsidenten, dass er kommen kann? Nein, oder? Der callt, ich habe eine Zweitverfolgung, ist dann Start. Civic fährt Richtung nördlichste Straße Richtung Westen. Weiter durch nördlichste Richtung Westen. Der ist aber schnell. Und weiter, ja. Kommt gleich zur Kreuzung mit der Parallelnördlichste. Jetzt Kreuzung Parallelnördlichste, ja. Und biegt ab. Nee, täuscht nur an. S fährt Richtung nördlichsten Punkt. Jetzt beim nördlichsten Punkt. Und fährt Speer runter. Speer Richtung Süden. Ich komme ja Tendo entgegen. Ich kann ruhig dranbleiben. Ja, dann jetzt hohe Höhe Treppenplatz und biegt ab Richtung Bahnhof. Ist langsam. Wow. Er hat auch Richtung und Bahnhof weiter, ja. Muss von der Eskalation wieder dazu. Ah, nicht so schnell! Einer hinten ran, einer hinten ran, einer hinten ran. Oh Mann, langsam ranfahren, wenn er schon in der Wand ist. Wo seid ihr genau? Kommen wir noch. Mist. Fährt Hauptstraße Richtung Osten. Ja. Macht direkt Attacke. Jetzt Treppenplatz, weiter Hauptstraße Richtung Osten. Ja. Geht an der Wand, langsam, langsam. Eins. Ja. Kuro, wo ist deine Zweitverfolgung?
Z4, Teufelseck raus, jetzt Richtung Eskalation Theater, biegt aber Richtung Todeskirche. Und fährt Richtung Hauptstraße. Nee, fährt er nicht, er fährt wieder Richtung Stadt und Platz. Ich hab Stadt und Platz jetzt vorbei, jetzt ist kein Platz. So. Fährt in Flora. Und noch in Flora. Kannst du Attacke machen? Fährt in das Theater. Ja, ich seh euch. Ja, hinter Theater. Oh, ich seh jemanden nicht. Hier. Ja, wo ist stellen, zu stellen hinter. Jo. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Oh, das ist zu. Gewonnen. Haben wir noch irgendwo was? Oder ansonsten ist Bad Boy, ja. Würden wir zum Stadion. Jo. Bei dem Brunnen war die untere Straße oder die obere? Die untere. Ja, war ich richtig. Ja, ich seh dich. Lass mal vielleicht die südlichste fahren. Sicher, dass du mich nicht als Präsidenten siehst? Aber. Der nächste okay, reicht hier drüben. Ja, Lorenz. Okay, warte. Ja, nee. Ja, ist Bad Boy. Wir fahren mal südlichste, oder? Jo. Ich würde geradeaus fahren, vielleicht, oder? Ich würde zurecht. Ich würde Richtung Hauptstadt fahren. Haben den von der Civic nochmal. Okay. Der Tunnel fährt aber Richtung. Bahnhof. Richtung Bahnhof, ja. Ja, ganz andere Seite. Ja, das Problem ist, der ist auch schnell durchgerast. Ob wir hinterher kommen, weiß ich nicht. Hätte ich's abgebogen? Ja, warte. Ich hab gleich nicht gefunden. Okay, wir sind gefragt haben. Ja, aber sehen die jetzt gerade nicht mehr. Man müsste Richtung Eskalation befahren. Aber ja, da ist er und fährt auch in den Untergrund. Okay. Erst Eskalationsuntergrund rein, aber auch wieder ins Team gekommen. Er biegt ab Richtung andere Eskalier? Ne, ich sehe nicht mehr, scheiße. Keine Ahnung, was ist das nächste? Richtung Startplatz könnt ihr mal schauen, wenn niemand in der Nähe ist. Da ist nichts rausgekommen. Er ist Hauptstraße. Hauptstraße Richtung Osten. RX7, willst du dranbleiben? Lukas, nee, Seitverfolgung. Okay, dann Hauptstraße Richtung Osten. Kuro, bist vor mir? Wir warten den Ansagen. Für Treppenplatz warten da. Bremst an, fährt in die Richtung nördlich. Ich hab die Suche. Okay, super. Ja, nördlich. Können wir noch parallel nördlich für weiter durch? Richtung? Richtung nördlich kommen. Jetzt sind Weg, Kreuzungen. 3, 2, 1. Ja. Und? Wo ist er hin? Fährt nördlichste Richtung Osten. Jetzt Attacke machen, Kuro. Ich übernehme die Ansagen. Fährt nördlichste Richtung Osten. Ist kurz vor der Kreuzung mit der Hogwartsstraße. Nee, wie heißt der? Winkelgasse. Hat der Funks? Oder? Ja, okay. Geht der durch? Ja, der hat durchgezogen. Ist jetzt wieder bei der Hauptstraße. Nimmt den Z4 Frontal mit. Hinten an. 21, 22, 23, 24, 25. Nein, nicht verstanden. Okay, und da haben wir. Ich schaue, ob ich den Z4 wieder finde, aber wird schwierig. Z4 ist nördlichste reingefahren. Ja, wenn einer die nördlichste hinterher pusht, ich bin Hauptstraße von Winkelgasse aus. Wenn ich ihn da sehe. Wenn nicht, dann wird er wohl in Richtung nördlichste Punkt durchgefahren sein. Ich schau mich mal im Wirrwarr um. Und zu der Ausgangsposition. Jetzt würde ich fast sagen, wir gehen mal auf den Honda. Wenn ich ihn nochmal treffen. Da ist der Z4. Parallel nördlich der Richtung Westen. Frontal mitgenommen, hat mich schon wieder nicht gesehen. Wo ist er gerade höher? Jetzt, wenn du ansagen kannst, das kurz vor der Kreuzung. Auf jeden Fall parallel nördlich der Richtung Osten. Jetzt über die Kreuzung drüber. Ich glaube Osten, okay. Ja. Jetzt fährt jetzt auf die nördlichste Straße Richtung nördlichster Punkt. Jetzt aus der Kurve raus, jetzt auf der Geraden von der nördlichsten Straße. Kurz vor der Kreuzung. Ich halte mich links. Der wunderschön. Driften wird bringen.
Ja, hat ihn ausgebremst, fährt hier die Straße runter. Wie heißt der? S? Nee, fährt jetzt hier... Opfer Richtung Osten, kurz vorm östlichen S. Ich schiebe mal nach rechts und dann bitte langsam hinten dran, wenn möglich. 21, 22, 23, 24, 25. Nee, war gerade unterwegs. Ja, okay. Nee, hat auch hier. Ich hab den Honda Civic bei Hauptstraße, aber ich sehe ihn nicht mehr. Der ist mir beim Start. Richtung Osten oder Westen hier? Ja, und hab direkt einen mitbekommen. Wo ist er? Keine Ahnung. Das muss man jetzt ausnutzen. Ah, oh. Okay, östliche Straße weiter Richtung Osten. Fährt wieder Hauptstraße Richtung Westen. Ah, warte. Ich warte am Treppenplatz. Wir haben noch Richtung Treppenplatz, müssen wir entgegenkommen. Nicht entgegenkommen, warten und umdrehen, weil der hat frontal reinbekommen und. Alter, wie schnell ist er? Jetzt hat. Oh, da wollen wir da gerne aufgeploppt. Jetzt gleich beim Treppenplatz. Ah. Okay, ich sehe ihn nicht. Bleib stehen. Ich hab ihn ausgebremst. Vielleicht hat er vorher nicht versucht. Das war eine, die erste wahrscheinlich. Fährt in den nördlichen Tunnel rein. Anscheinend gibt es. Okay. 21. Ich sehe ihn leider nicht. Er ghostet hier gerade zwischen uns. Ja, der kommt jetzt nicht durch den Ghost raus. Bam! Ja, okay. Und damit haben wir eine Verstärkung. Okay. So, ja, erstmal Fotomodus geöffnet. So, ich gehe mal mich am Stadion reparieren. Ja, ja, einfach wieder rausgehen, bitte. Ich gehe mal das reparieren. Die neue Person, wenn sie da ist. Ja, der muss hier move. Ja. Lukas. Kann nicht, ich habe nicht viel Unterstützung. Muss einer von oben hier. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Verstärkung. Bitte einfach frei herumfahren. Wir haben die Aufteilung, dass ich Präsident bin, Lukas Vizepräsident. Wir machen Bambini-Taktik mit einer Zweitverfolgung. Es ist also immer ein Präsident an der Verfolgung, an der Hauptverfolgung dran. Der callt sie auch, der Präsident, also Lukas oder ich. Die anderen schauen, dass sie halt dazukommen. Eben maximal eine Zweitverfolgung. Genau, das ist aktuell der Plan. Du darfst frei herumfahren, wo du möchtest. Alles klar. Als AMG. Natürlich, solange kein Präsident dran ist, solange wir in der Verfolgung aufbauen, muss halt wie auch immer vorne dran ist, callen. Cool, wo bist du? Okay, ja, da bin ich mal. Ja, so gut selber oder so aus dem Park? Nee, komm einfach nördlich raus. Okay. Südlich meine ich. Ja, scheiße. Südliches Sperr. Südliche Sperrstraße bei der Hanau da. Ach, da unten? Ja, ich guck mal. Sollen wir mal die südliche fahren vielleicht? Also parallel südlichste sind wir gerade abgefahren, da ist niemand. Ich fahr gerade die südlichste durch, also könnt ihr euch mal im Gebiet umschauen. Na komm hier, bis da unten schon die Herfe durch. Nein, ich stehe gerade auf der Sperrstraße auf sich. Ey, ich meine hier. Guck hier, bist du hier reingefahren? Nee, ich. Dann lass dich reinfahren. Ich seh dich nicht mal. Oh, hi. Wird das super? Aus der Herbe raus. Der hat mal lesen. Oh, jetzt steht hier so ein Scheiß hier zu. Wie weit seid ihr schon oder in welche Richtung? Ja, der Server war ich. Braucht ein bisschen. Sieht so aus, ich würde etwas härter fahren. Nee, oder nicht. Er hat Richtung Hauptstadt. Ach was. Aber jetzt keine Ahnung. Ich glaube, rechts habe ich nicht mehr absolut sicher. Ich glaube, der ist Hauptstraße Richtung West. Ich habe was Weißes, schnelles gesehen, im westlichen S. Was haben wir denn gerade verfolgt? Ja, das ist super. Könnte der super sein. Der ist halt leider ein Stück entfernt weg durchgefahren. Ist parallel nördlichste Richtung Osten. Müsste jetzt gleich schon Höhe Kreuzung sein. Ist Höhe Kreuzung und biegt Richtung Hauptstraße ab. Ja, kommen zur Kreuzung. Kreuz drüber, Richtung Baumallee. Ich hab verloren. Scheint Baumallee die richtige Kurve gefahren zu sein.
Hafen Frontal war östliches S und fährt weiter Hauptstraße Richtung Osten. Ja, da ich weiß nicht, wo hab ich gesehen. Kommt gleich zur Winkelgassenkreuzung da. Ja, fahrt ihr Richtung Westen. Fährt runter zum Stadionplatz und von da aus. Das ist ein Fehler. Wo weiter? Wir haben. Okay. Ich port mich wieder Stadion. Okay, dann den wieder aufteilen. Also, läuft doch. Gar nicht so schlecht. Lebensziel erreicht, Ray einmal. Ja gut, wer ist da noch gerade am Ende gekommen? Mehr oder weniger alleine gepinnt. Ja, du, ich bin nur dahinter gefahren. Gepinnt aus dem komplett alleine und festgesetzt. Ich habe keinen Kontakt gehabt. Ich habe mich zur sicherheitshalber dahinter gestellt, aber die Festnahme kannst du dir allein zuschreiben. Da hat er mal zum falschen Moment Handbremse geworfen. Du fährst gerade südliche Straße hoch, ne? Ja. Aufzuschließen. Leiser Kuro. Deutsche Eskalation, gerade Fahrgang vorbei, fährt Richtung Sperrstraße, Kreuz Sperrstraße. Fährt aber Sperrstraße Richtung Fährt Hauptstraße. Ich habe die Zweitverfolgung. Kuro macht die Ansagen. Und fährt der Lukas, wenn er dran ist. Kuro zwei hinter dir. Fährt in den Untergrund von der Hauptstraße. Nee, was ist denn? Meinst du? Ja. Hier ist immer schwer, wo bist du wo? Kommt Theater raus. Ah, super, ist auch wieder südlich da, aber wir haben schon eine zweite, ne? Ja. Kann ignorieren. Du brauchst mal den. Vorbei, Todes, fährt er nicht, geht Richtung Teufelseck. Ja. Ich möchte mal drum, dass es so schnell ist. Also Pluto, den ich da habe. Okay. Radion. Oh Gott. Oh, so, wenn möglich, jetzt Lukas die Ansagen machen lassen und nur Lukas, weil dann ist es eindeutig. Der Deutsche muss jetzt Richtung Stadion fahren. Ich sehe nicht zu viel Rauch. Nee, das ist noch hier im Stadion. Ja, also Lukas gibt die Ansage weiter und Lukas sagt, was zu machen ist. Drei vom rechts links schieben. Das ist das Stadion. Was das eindeutig geht. Ist jetzt fährt östlichste hinterm Stadion. Links oder rechts schieben. Aber die Häuser sind. Ja, wollte gerade sagen. Das andere ist zerstörbarer Zaun. Halt du drauf. Einmal Divebomb jetzt da vorne zünden. Ja, der bremst schon. Halt erst jetzt. Sorry. Jetzt östliche Richtung Hauptstraße. Fahr weg! Vorne schieben. Ja, egal, hier können wir gerade nicht attackieren, hier sind zu wenig Häuser. Hauptstraße Richtung Osten. Jetzt hoffentlich noch vor der Kreuzer. Ich muss mich reparieren. Wohin seid ihr unterwegs? Hauptstraße Richtung Osten, gleich Höhe Treppen. Richtung Höhe. Jetzt fährt er Richtung Statuenplatz. Fährt von da aus Eskalation weiter. Richtung Westen, sorry. Weiter Eskalation Richtung Westen und fährt Hauptstraße hoch. Hauptstraße Richtung Osten. Ja, der Untergrund auf Einfahrt. Weiter Richtung Osten, Hauptstraße. Vorbei an der Winkelgasse, bremst an. Fährt Richtung nördlichste hoch. Parallel nördlichste Richtung Osten, Westen, sorry. Wir sind zu viert. Wild greift an, würde ich sagen. Ja, der drückt ziemlich hart gegen. Nee, den Move schafft er nicht. Fährt gleich nördlichster Punkt. Nicht hupen. Jetzt nördlich der Punkt. Du fährst Tunnel, Kollege. Wer ruft denn? Random, der da ruft. Oh, den kannst du irgendwo schieben, wirklich. Wer vorne ist, bitte ansagen, mach nicht, wenn ich so weit bin. Verdreht mit unten. Alter, der drückt mich mehr als ich. Dann ruft mich dann vorbei. Ja, und vorbei Richtung. Der Wagen.
fährt auch das Blut. Ja, Blut ist festgenommen? Ja. Wo geht's hin? Richtung, also bergauf. Vorbei an der Ruine. Jetzt erster Knick bergauf. Zweiter Knick bergauf. Hier kann ich halt nichts machen. Ich komme von Sperrstraße entgegen, zu dem zu mehr dran, dass ich. Ja, kommt auf der Sperrstraße. Mittig. Habe ich mir schon gesehen. Sehr ja, schön. Schöner Treffer. Fährt Sperrstraße wieder. Richtung? Nord. Nord. Oh, sorry. Liegt rechts an. Parallel-Südküste. Richtung Osten. Jetzt am ersten Knick vorbei. Sagt nun Thomas Lupe. Ah. Fährt jetzt hier ins Wirrwarr. Fährt sich im Wirrwarr links. Ja. Fährt rechts auf Eskalation. Und hoch Richtung Hauptstraße. Okay, ja, okay. Hauptstraße Richtung Osten. Winkelgasse fährt da durch und fährt. War jetzt auch noch die Z4, soll ich switchen? Weil alles ist echt zu schwer bist. Nein. Switchen nicht. Jetzt einmal holen wir noch. Guck dir beide Escalation gerade Richtung Westen. Kann ihn halt echt nirgendwo hinschieben, gescheit. Hier fährt weiter Escalation. Ist jetzt noch ein 750er, den müssen wir ja wohl kriegen. Das haben die, das wird schwer, ja, aber wir halt versuchen es trotzdem. Peinlich, wenn wir das nicht schaffen. Oh, nee, ja, ganz ehrlich, das ist peinlich, gibt's nicht. Ja, gut, Andi ist ja gut, aber. Andi, ist klar. Andi, genau, einmal weniger Wecker, sagen, wo ist das Scheiß? Ja. Hauptstraße Richtung Osten. Boah, diese Aventador. Ja, Hauptstraße Richtung Osten. Das hier von vorn, warum auch immer. Ich schaue, ob ich eine Zeitverfolgung gerade aufrecht bekomme. Nee, das ist ein AMG. Weiter Hauptstraße Richtung Osten, vorbei linke Gasse, zieht Hauptstraße Richtung Osten weiter durch. Ich habe eine Zeitverfolgung. Muss Richtung östlichste durchziehen. Jetzt östlichste. Ey, das Andis Fass hier geht mir so auf die Nerven. Das wäre wahrscheinlich auch ein Jäger. Alles, was Kubo macht, geht auf die Nerven. Oder? Und der konnte die Zeit verblüten? Nein. Wohin? Fährt Richtung Todeskörb. Ist jetzt Todeskörb, Pickup Baumallee. Und fährt hinter das Theater. Das ist dein. Er hat noch genug Power, verdammt! Hinterm Theater gerade. Wo seid ihr denn? Warum sind wir nur zu zweit? Ich hab die Zeitverfolgung. Alle anderen müssen da dran sein. Nein, jetzt ist keiner da! Dann mehr Calls machen, einfach mehr Calls machen, dass ihr wieder zusammenkommt. Der muss. Der hat richtig gerade gefressen, glaube ich. Und Pluto überschlägt sich was von selber. Da der hängt an der Wand. Jetzt einfach hinstellen, bitte. 1, 2, 3, 4, oh mein Gott. 5. Ja. Ab jetzt an die Ignorierung. Pluto kommt gerade von hinterm Theater raus, fährt Eskalation Richtung Westen, am Startplatz jetzt. Weiter Richtung Westen. Ja, dann sind wir alle hier. Ach, knapp verfehlt. Ist egal, hat ihn gut ausgebremst. Ich muss einfach bitte. Fährt ins Wirrwarr rein. Ich muss mich reparieren. Ja, das Wirrwarr Richtung Osten. Wie lange ist denn noch? Ja, direkt wieder raus Richtung Eskalation, Richtung Hauptstraße hoch. Hauptstraße Richtung Osten. Jetzt gleich an der Winkelgasse. Und an der Winkelgasse vorbei, weiter Richtung Osten, bremst aber an. Fährt weiter Richtung Osten, doch, wird gerade vom Lamborghini irritiert. Und irgendwas Festes mit ist Hauptstraße. Ja, okay, ihr seid zu zweit, sehr schön. Hauptstraße Richtung Westen. Ja, war gerade dabei. Fährt zum Startplatz rüber. Eskalation Richtung Westen.
Ist ja dran, kann ich Angriffe machen? Weiter Richtung Westen, Eskalation? Nee, ich sag an, okay. Eskalation Richtung Westen, Eskalation Richtung Westen. Brems fährt gleich über die Sperrstraße drüber, oder? Ja, fährt drüber Richtung Bahnhof. Nein. Jetzt fährt bis zum Bahnhof durch, Eskalation. Gleich am Bahnhof. Ja, noch 2 Minuten. Fährt Richtung Süden. Fährt Richtung Süden. Und dreht um. Und kommt im Gras nicht vorwärts. Bahnhof wieder Richtung Norden. Bahnhofstraße. Da. So, jetzt ab weiter ran. Und ich habe die Zeitverfolgung. AMG Ansagen machen. Weil ja, der hat gefressen, Luther. Hauptstraße, wieder. Gleich nördlich der Tunnel. Oder wir machen. Warte, bleib dran. Wir machen den Z4. Z4 ist am Bahnhof, nämlich da, wo wir vorhin noch gesagt haben. Rechts rüber. Ich bin mit Z4. 3, 4, 5 eigentlich. Reparierzeit? Ja, noch eine. Okay, dann jetzt AMG-Ansagen machen. Wo ist Pluto? Jetzt parallel südliche Richtung Osten. Okay. Jetzt im Knick. Wirrwarr. Probier noch Zeit. Kommt jetzt. Fährt auf Eskalation. Richtung Westen. Höhe Tunnel. Bremst an. Fährt hoch zur Hauptstraße. Wow. Kreuz Hauptstraße, westliches S. Weiter Richtung Norden. Östliches S. Westliches, sorry. Jetzt Richtung nördlichster Punkt. Guten Tag, Recording. Hallo, User. Verstärkung. Moin. Jetzt sehr Richtung Süden. Ein Auto. Sperr Richtung Süden. Hauptstraße Richtung Osten. Treppenplatz. Hey, um. Wir dürfen nicht einfach hinterher fahren. Wir sind im Untergrund, weiter Richtung Teufelseck. Wir fahren Theater raus. Kreuzen die Straßen in Baumallee. Fahren Richtung Todeskorb. Weiter Richtung Teufelseck. Jetzt. Fährt in Richtung Westentunnel jetzt. Tunnel raus. Bitte auch sagen, wenn man sich nicht mehr reparieren darf, nur dass das ist schon nicht mehr. Okay, weil dann der Strafe ist klar. 4 Minuten weiter. Richtung Süden. Fertig zu. Vom Süden. Wir sind zu dritt. Dann geh ranfahren zum U. Ich mach alternative Wege. Fährt der U weiter zum Brunnen? Ja, U, erstes Knick. Zweites Knick. Ruine, jetzt nochmal. Fährt zur Brunnen. Straße durch. Ja, zwölf. Fährt weiter Richtung, das ist Tunnel theoretisch. Er dreht sich auf die Straße. Rauskommen lassen? Ja. Nicht hupen, was wir dann am Auto. Ja, weiter. Okay, die geht nicht da drauf. Fährt jetzt. Oh, nicht wieder ins Auto. Pluto, kannst du uns nicht antun. Wo seid ihr? Fährt nicht ins U. Ja. Fährt Bahnhofstraße jetzt gleich hoch. Jetzt auf der Bahnhofstraße. Wow. Dann gleich einen Angriff nach rechts machen. Angriff nach rechts. Nicht anschieben. Keine Geschwindigkeit hinabfahren lassen. Also wir fahren Bahnhof Richtung Hauptstraße, oder? Ja.
Okay, war eine Eskalation Richtung Osten. Einer mit rankommen, weil. Gut, werd einfach vor mir, dann kann ich nichts machen. Wir müssen zu zweit angreifen mit dem Typen. Jetzt über Querstraße drüber. Hat euch ihm ins Tor rein, wenn möglich? Ja. Alter! Das könnt ihr mir nicht sagen. Ansagen der vorderste, Ansagen. Okay, oder so. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Ruhe? Okay, haben wir nichts mehr. War eine gute Runde. Wie war das ein Mord? Zwei Leute auf drei sind schon mal 12. Fluto, 3 Punkte, 15. Haben wir sonst noch wen? Ray haben wir einmal, Andy haben wir einmal. Ne, haben wir Ray einmal? Andy haben wir einmal, 16. Andy und Ray einmal. 17. Kann man zufrieden sein, würde ich sagen. Und gleich. Jetzt ist die Frage, haben wir mehr Verhaftung? Ja, eine mehr. 11. Wir haben 11 Verhaftungen, eben waren es 10. Nice. Ah, das geht also punktetechnisch nicht auf, oder? Sieg in der B-Note. Es geht nicht punktetechnisch nicht auf, dass es unterschiedlich viele sind. Wie auch immer, punktgleich. Wir haben, was auch immer, ist am Schluss total egal, wer hier gewonnen oder verloren hat. Ich glaube, heute haben wir alle gewonnen, denn es ist ein CVR Experimental und ich glaube, so viel Spaß hat ich zumindest lange nicht mehr. Ich hoffe, das geht meinen Mitspielern genauso. Ich hoffe, das geht den Zuschauern genauso. Falls ja, falls ihr genauso sagt, ey, das hat ja sich heute gebockt, dann schaut doch gerne bei anderen Sichten vorbei, weil ich glaube, da gibt es genauso viel Action zu sehen. Sowohl bei Ray Andy in der ersten Runde als Cops, auch jetzt Andy hatte eine schön lange Verfolgung auf dem in Anführungszeichen schwachen Auto, das er saugut gefahren hat, als auch jetzt auf unserer Seite bei der jeweilig anderen Sicht. Das war Chefskiss, richtig coole Folge heute. Nur Gewinner, würde ich mal so als Schlusswort sagen. So, und jetzt übergebe ich das Schlusswort noch an meinen Vizepräsidenten, außer René hat noch was zu sagen, weil der nimmt auch auf, der darf auch was sagen. Dann René, bitte. Nö, ich habe da nichts weiter hinzuzufügen, außer ich hoffe, es hat euch gefallen und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Happy Halloween.